Servus, liebe Leute, und wir springen gleich in Runde 2 rein. Ich bin guter Dinge, dass wir jetzt was reißen werden. Wir sind in der zweiten Runde gegen Dead Legend oder Dead Legend, keine Ahnung. Mal schauen, ob wir diesmal bessere Karten haben. Keine Ahnung, was er für ein Deck hat. Ich habe die Wiederholung von ihm davor gerade nicht angeschaut, da er ja gemeint hat, er hat einen Disconnect und ja, deshalb, ich habe da nicht drauf geguckt, könnt ihr mir glauben. Das ist das Letzte, das ich mache, das ist richtig asozial. Schauen wir mal, dass wir den noch irgendwie bekommen. Ballon muss auf jeden Fall runtergeschossen werden und sonst haben wir ein Riesenproblem. Ballon, nein, schieß doch den Ballon runter. Schieß doch den Ballon runter, Mann. Schieß doch den scheiß fucking Ballon runter. Da haben wir aber auch einen kleinen Push. Vielleicht holen wir seinen Tower, keine Ahnung, wäre möglich auf jeden Fall. Oder auch nicht. Oder auch. Ah, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Der Push war eigentlich vollkommen okay. Vollkommen okay war der Push. War nicht der beste, aber war in Ordnung, würde ich sagen. War in Ordnung, war in Ordnung. Hier kam auch die Speargoblins Platz. So tough. Das wird wieder tough. Das wird wieder ein toughes Match, das ich wieder verlieren werde, wahrscheinlich. Aber vielleicht macht der Eismage noch ein, zwei Hits auf den Tower. Eins, zwei, schön gemacht. Frage, wie konnten wir das jetzt am besten? Wir machen den Baby Dragon mit einem eigenen Baby Dragon fertig. Das ist meine Taktik auf jeden Fall. Da macht er einen schönen Feuerball rein. Den behalte ich mir mal auf und das sollte jetzt eigentlich auch dauern gehen. Perfekt. Jetzt müssen wir von der anderen Seite kontern. Schauen wir mal mit dem Hogrider und den Speargoblins. Aber wird seine Barbaren setzen? Nein, setzt er nicht. Hat er wahrscheinlich noch nicht auf der Hand gehabt. Weil sonst hätte er sie auf jeden Fall setzen müssen. Da gibt es kein Vorbeikommen an dem Barbaren, denn die sind so ziemlich das Beste, was du haben kannst gegen den Schweinereiter zum Deffen. Das ist einfach klar. Mit der Skeleton Army natürlich, die ist auch nicht ganz verkehrt. Ist auch nicht schlecht. Ja, den Eismagier links lassen wir einfach mal wackeln. Das ist jetzt gerade egal. Das interessiert uns jetzt einfach nicht. Den lassen wir einfach mal außen vor. Und ich bin gespannt, wann er den nächsten Ballon setzt. Keine Ahnung. Würde wahrscheinlich jetzt gleich droppen. Deshalb machen wir uns schon mal bereit. Scheiße, den habe ich voll verhauen. Ah doch, okay. Jetzt haben wir einen Tower bekommen. Schon mal gut. Schon mal sehr, sehr gut. Jetzt heißt es nur noch Deffen, Freunde. Nur noch Deffen. Sagt sich so leicht, ich weiß. Nur noch Deffen. Aber vielleicht gehen wir auf ein Offensivspektakel, was ich nicht glaube. Weil das war richtig dämlich. Aber nein! Wieso geht denn da nichts? Geht ja gar nichts. Schiri, nein! Komm, mach doch den scheiß Eismagier kaputt. Komm, komm, auf geht's. Huiuiui, gerade noch so. Wir gehen auf Defensive, komplett. Scheiß drauf. Was sollen wir denn sonst machen? Ja, das sollte reichen, das sollte reichen, das sollte reichen. Come on. Gar nicht schlecht. Good game. Danke, Daddy. Dad E, keine Ahnung. Dad Legend auf jeden Fall. Gutes Spiel an dieser Stelle. Und ich habe auch mal gewonnen, tatsächlich. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber ja, geht halbwegs noch. Muss gerade noch gucken, wer hat denn da vorne noch gespielt? Hier. Jonas gegen Dead Legend hat noch gespielt. Das müssen wir natürlich auch anschauen. Hab wieder nicht gesehen, wer gewonnen hat. Das gucken wir an. Und das war's dann für Runde 2. Krass, wie schnell das geht. Echt krass. Unfassbar. Es sind halt jeder gegen jeden mal. Ich habe zweimal in Folge eigentlich nicht so super gespielt, aber einmal gewonnen, einmal verloren. Das ist okay. Kann man auf jeden Fall mit leben. Wenn Jonas jetzt gewinnt, ist Dead Legend raus. Und ich bin sogar noch weiter. Das gibt's ja nicht. Ich bin weiter. Was? Das heißt, eigentlich müsste ich für Jonas hoffen, aber es sieht gerade schlecht aus für Jonas. Er liegt echt. Oh, ich glaube, Jonas gewinnt das nicht. Ich hab's gerade nicht ganz gesehen. Aber ich glaube, Jonas wird das Spiel nicht gewinnen. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Er wird das Spiel wahrscheinlich nicht gewinnen. Wie machen wir es dann? Wie habe ich gegen Jonas verloren? Ist die Frage. Ich weiß gerade nicht mehr. Wie habe ich gegen Jonas verloren? Gute Frage, einfache Antwort der Tagebank. Nein, keine Ahnung. Ich weiß gerade auf jeden Fall nicht mehr, wie ich gegen Jonas verloren habe. Sagt es mir in den Kommentaren, natürlich. Aber wenn ihr es mir in den Kommentaren sagt, weiß ich es von meinen Teamkameraden auf jeden Fall schon. Ja, bin gespannt, wie das ausgehen wird. Und die dritte Runde wird dann entweder nochmal ein Entscheidungsmatch, keine Ahnung, wie das ablaufen soll. Oder halt einfach. Es geht weiter und wir machen es nach K.O.-System, was ich aber nicht verstehen kann, wie das gehen soll. Aber sehen wir ja dann. Sehen wir dann. 1-0. Ah, und 2-0. 2-1, sorry. 2-1. Ich bin ein bisschen neben der Spur hier heute. Und ihr seht, es ist ein 2-1 für Dead Legend.
Das heißt, wir haben jetzt alle einmal gewonnen. Krasser Scheiß. Wie geht es das jetzt weiter? Was, schon Finale? Wie kann das Finale sein? Dogge? Hä? War doch Gruppe. Hä? Das kann doch kein Finale gewesen sein. Hä? Okay, wir müssen auf jeden Fall den Kampf von Hühnerstier gegen Dogge noch angucken. Eigentlich müssten jetzt zwei weiterkommen und dann noch Halbfinale ausspielen, dass da am nächsten Part kommt mit dem Finale wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Und wir machen wieder zweifache Geschwindigkeit, denn so lange kann man jetzt nicht warten, bis die da 10 Jahre brauchen. Nein, Spaß. Nee, ich kann jetzt einfach nicht 3 Stunden warten, bis da irgendwas geht. Wir können auch vierfache Geschwindigkeit machen, bis es ein bisschen interessanter wird. Aber ist eigentlich relativ interessant. Huiuiui. Gut, dass er da noch die Pfeile hat. Sonst wäre da echt am Arsch gewesen. Krass einfach. Die Turniere, aber war ein bisschen durcheinander. Ich habe es irgendwie nicht ganz gerafft, was wo war. Aber das ist das einzige Problem jetzt gewesen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, aber ich habe es nicht ganz gerafft auf jeden Fall. Man weiß es nicht. Ja, gut. Ich habe eigentlich gedacht, das ist Gruppe. Wir haben jetzt jeder gespielt. Es waren zwei Dreiergruppen. Und der erste und zweite kommt weiter. Und der erste und zweite, natürlich, was machen die? Der zweite von unserer Gruppe spielt gegen den ersten von der gegnerischen Gruppe. Der erste von unserer Gruppe spielt gegen den zweiten von der gegnerischen Gruppe. So habe ich es jetzt eigentlich gedacht. Und dann geht's ins Finale und dann ist es vorbei. Dann wären es 4 Parts gewesen, aber naja, keine Ahnung. Man weiß es ja nicht. Hab das Ganze nicht organisiert, also nehmt's mir nicht übel. Und dem Organisator auch nicht. Es war echt richtig witzig. Mir hat Spaß gemacht, obwohl ich jetzt raus bin wahrscheinlich. Keine Ahnung. Müsste auf jeden Fall raus sein, so schlecht wie ich war. Huiuiui. Huiuiui. Auf jeden Fall sieht's jetzt richtig gut aus für Hühnerstier. Mit den zwei Packers. Packer. Weiß nicht, wie die Mehrzahl gerade ist, kein Plan. Und sieht episch aus. Und er gewinnt mit einem 1 zu 0 gegen Dogge. Jetzt ist die Frage, wie geht's jetzt weiter, ist die Frage. Wie? Ach, scheiße, das wollte ich nicht. Wartet, wartet, wartet. Ah, schon Finale. Ist schon Finale, alles klar. Drei Runden beim Finale. Was? Uiuiui, das ist nicht schlecht. Das geht zum nächsten Part. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Lasst natürlich ein Like da, wenn es euch gefällt, dann kommt das öfters. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Limba română se dă răsprin țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam avut pize ca aia deci puie băi te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul ce pe GPS când ai el la bară te faci foc și pară clopă pentru tine un sac pe verticală mergi la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din ești cinci